dauern. Jetzt schaue ich mal, es kommen Fragen hinein. Ansonsten gemeldet hatten sich noch Guest 3 und Frau Rehn. Wenn es da Fragen gibt, schlage ich vor, einmal kurz unten in den Textchat eintragen. Ansonsten, ja, wir haben jetzt schon 14 Uhr und jetzt darf ich auch alle ganz, ganz offiziell begrüßen. Freue mich, dass es so viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind. Ich hätte nicht gedacht, dass es nach diesem Aufruf so viele werden und freue mich, dass Sie sich für das Thema interessieren. Jetzt heißt es genau die Frage von Herrn Winter. Ich sehe bei mir oben nur zwei Knöpfe, das Männchen und einen Lautsprecher. Brauche ich zur Teilnahme mehr? Nein, das ist nicht der Fall. Wir haben Ihnen erstmal ein reduziertes Menü gegeben. Ich darf in diesem Falle mehr, weil ich der Host bin, also der Gastgeber. Deswegen sieht meine Leiste oben noch etwas anders aus. Und ich habe die Möglichkeit, hier zum Beispiel auch den Bildschirm zu verändern und so weiter. Das müssen Sie nicht. Also von daher ist erstmal alles in Ordnung. Wenn wir am Schluss eine Diskussion machen, könnten wir punktuell auch die Audiofreigabe machen, dass jemand sich also auch mal über Mikrofon melden kann. Ich sehe noch eine Frage von Guest 3. Würden Sie die auch bitte unten in den Chat eintragen? Dann weiß ich, was es da für eine Frage gibt. Okay. Ansonsten darf ich an der Stelle noch einmal kurz das Team vorstellen. Wir machen das nicht alleine hier bei MMB, sondern, nein, bleiben Sie ruhig dabei. Einige verschwinden hier schon durch die Tür. Also, da ist einmal meine Kollegin Frau Sabrina Thom, die heute die Kamera bedient und die Geräte. Dann unsere Praktikantin ist mit dabei, Frau Julia Engelhardt, die sich das Ganze gerne mal anschauen möchte. Und mein langjähriger Kollege Thorsten Fritsch, der im Moment sehr aufmerksam den Chat verfolgt und mir sagt, wenn es unten Fragen gibt oder wenn ich irgendetwas zwischendurch im Chat nicht sehe, was eigentlich sehr wichtig ist, dann können Sie dadurch den Vortrag beeinflussen und Herr Fritsch sagt mir dann Bescheid. Sie sehen auch schon, bei Sabrina Thom gibt es ja kein, gibt es ein Kamerabild von einem Gerät, von daher das wird auch gleich in Aktion treten. Bevor wir das aber machen, wollte ich einen kleinen Vortrag noch über LIHO halten, damit Sie überhaupt wissen, was das für eine Veranstaltung ist, was das für ein Projekt ist. Und dann zeigen wir zwei Beispiele. Einmal ein Zeichentool, das, mit dem Sie in der Lage sind, alleine oder mit mehreren gleichzeitig an verschiedenen Orten zu zeichnen. Und es kommt ein Kommunikationstool namens Hocker und dieses Tool, damit haben Sie die Möglichkeit, als Lehrer mit Eltern, mit anderen Lehrern, vielleicht auch mit Ärzten zu sprechen, eventuell, und das sage ich jetzt mal ganz bewusst zuletzt, auch mit Schülern. Aber bevor wir das machen, eine kurze Präsentation, die Ihnen das Projekt Leho ein bisschen näher bringen soll. Sie sehen, ich habe den Bildschirm umgestellt und habe jetzt hier die Möglichkeit, eine eingeblendete PowerPoint-Präsentation zu zeigen. Und ich weiß nicht, ob Sie schon etwas vom Projekt Leho gehört haben. Vielleicht hat Alto Merkt mal auf der einen oder anderen Veranstaltung bei HOPE, bei der Organisation HOPE, das eine oder andere darüber schon gesagt. Es handelt sich dabei um ein EU-Projekt und dieses EU-Projekt aus diesem Programm, das Sie hier oben sehen, Key3 Multilateral Network, es geht um Lifelong Learning, das wir jetzt bereits seit Januar 2014 machen, geht es darum, Kinder zu unterstützen, die langfristig krank sind, also im Grunde genau die Kinder, die Sie auch an Ihren Schulen für Kranke und entsprechenden Institutionen betreuen. Hier sehen Sie zunächst mal die Partner, der Konsortialführer, der dieses Projekt ins Leben gerufen hat. Das ist die Fondazione Politecnico di Milano in Italien. Die anderen Partner gehe ich jetzt nicht im Einzelnen durch, was die machen.
Wichtig ist natürlich, die staatliche Schule für Kranke ist ein Partner und dafür steht natürlich der Name Alto Merkt, den viele von Ihnen wahrscheinlich kennen. Und wir stehen unten drunter, das MMB-Institut Gesellschaft für Medien- und Kompetenzforschung. Viele von Ihnen kennen uns wahrscheinlich nicht. Wir sind in diesem Projekt, weil wir es evaluieren. Das heißt, wir stellen fest, wird dieses Projekt ein Erfolg, erreicht es seine Ziele, machen also im Prinzip das Monitoring. Und wir sind in Deutschland und auch europaweit Spezialisten für das Thema E-Learning oder digitales Lernen, machen dort sehr viele Projekte dazu, begleiten Projekte, machen aber auch eigene Studien, machen dazu auch Befragungen und Inhaltsanalysen. Sie sehen übrigens auch ganz unten, das ist vielleicht noch ganz spannend, wir haben sogar einen Partner aus Ägypten mit dabei, Children's Cancer Hospital. Und Ägypten ist kein EU-Land, darf aber als sogenanntes Third Country sich auch daran beteiligen. Und das Schrägste an dieser Klinik ist der Name. Die haben also nun tatsächlich diese Zahl hier als Name, 57357. Und einige behaupten, das sei die Kontonummer dieses Instituts. Das ist also eine Kinderkrebsklinik in Kairo, die sich ausschließlich durch Spenden finanziert, die also nicht vom Staat finanziert wird. Und wahrscheinlich haben sie deswegen ihre Kontonummer genommen als Name. Die sind auf jeden Fall dort sehr erfolgreich und machen sehr gute Forschung, sehr gute Betreuung. Was ist jetzt die Idee, warum gibt es dieses LIHO-Projekt überhaupt? LIHO steht für Learning at Hospital and at Home. Wir haben uns auf ein Ho beschränkt, sonst hieße es LIHO-Ho und das war uns dann doch zu lächerlich. Wir haben gesagt, kranke Schüler in Kliniken oder zu Hause sind ja oft abgeschnitten von ihrer Heimatklasse, von der Klasse, aus der sie kommen. Sie alle kennen das besser noch als wir aus den E-Learning Circles. Wir haben eben den Alto Merkt mit hineinnehmen, der jetzt auch mit dabei ist. Herzlich willkommen. Sie kennen es besser als wir, dass es da Schüler gibt, die sind quasi aus ihrem normalen Geschäft herausgeworfen und müssen aber nun natürlich, weil sie auch schulpflichtig sind, ja irgendwie den Anschluss halten. Genau dafür stehen Sie als Schule für Kranke. Und wir haben uns jetzt gefragt, könnten denn Computer und IT irgendwie diesen ganzen Prozess einfacher machen? Also Kommunikation herstellen zwischen der, wir nennen es Heimatschule, wo der Schüler also herkommt, und dem Lernen, ließen sich irgendwie Lerninhalte damit besser transportieren? Welche Möglichkeiten gibt es, wenn Computer ins Spiel kommen, um das Lernen an Schulen für Kranke einfacher zu machen? Ich könnte mir vorstellen, einige von Ihnen schmunzeln jetzt vielleicht schon und ich weiß warum. Denn wenn wir sagen, wir machen Home and Hospital Education, dafür haben wir dieses Kürzel HHE, HHE aus der Taufe gehoben. Dass es in Deutschland da eine sehr besondere Situation gibt, darauf komme ich gleich auch noch. Was wir machen möchten in diesem Projekt, ist halt eine Bereitstellung von Bildung für Kinder und Jugendliche mit medizinischen oder psychologischen Bedürfnissen. Das ist genau das, was Home and Hospital Education macht, was Sie auch machen. Und wir haben festgestellt, jedes Land macht das anders. Jedes Land hat seinen ganz eigenen Weg, damit umzugehen. Es gibt ganz unterschiedliche Systeme und Organisationen, die sich darum kümmern. Wir haben gesagt, vielleicht können die Länder ja gut voneinander lernen und wir brauchen irgendwie eine internationale Auseinandersetzung. Und deswegen haben wir gesagt, ja, wir tun uns mit mehreren Ländern in einem EU-Projekt zusammen und schmeißen mal unser ganzes Wissen in einen Pool und schauen, ob es in dem einen Land vielleicht Lösungen gibt, die auch dem anderen Land helfen können. Und sammeln alles, was es im Moment so an IT-Unterstützung für Schulen für Kranke gibt und stellen das dar, machen das öffentlich.
Was wir jetzt konkret tun, ist ja Schlüsselbildungsfaktoren. Ein ganz komisches Wort. Bei uns heißt das intern Key Educational Factors. Und ich sehe nur gerade genau, Guest 3 würde sich gerne einen konkreten Namen geben. Ja, genau. Einmal die Umgebung verlassen, mit dem gleichen Link nochmal reingehen und sich dann einen Namen geben. Das ist die Möglichkeit, um da wieder reinzukommen. Also, wir stellen zunächst einmal dar, was es für Praxismöglichkeiten gibt, die kranke Schüler benötigen. Also im Prinzip die Anforderung. Es kommt wieder jemand als Guest hinein. Okay. Wir wollen sehen, ob es dafür IT-basierte Lösungen gibt, die man entweder im Krankenhaus oder bei der Heimtherapie oder auch nur beim zeitweisen Besuch der Schule ermöglichen kann. Es kommt noch ein Gast. Wir haben leider keine neuen Namen. Ja, und wir schauen mal, ob sich das mit der IT auf die Methodik und Didaktik auswirkt. Also unterrichtet man, wenn man das einsetzt, in irgendeiner Weise anders. Wir haben Ihnen hier mal ein Beispiel eingeblendet. Es gibt in Belgien, genauer gesagt in Flamen, eine Organisation, die heißt BadNet. Die finanziert sich vor allen Dingen durch Spenden von dem Pendant, was bei uns die Deutsche Telekom ist. Die gibt sehr viel Geld dazu. Und die machen Folgendes, die stellen eine Kamera im Klassenraum auf und diese, eben noch Frau Meier mit hinein, die ich herzlich begrüßen möchte, ich hoffe, Sie können mich hören, die haben eine Kamera im Klassenraum aufgestellt, die vom Kind, das entweder in der Klinik oder zu Hause anwesend ist, auch gesteuert werden kann. Und so besteht die Möglichkeit, dass das Kind den Unterricht live mitverfolgen kann, sofern es dazu in der Lage ist. Es gibt natürlich viele Kinder, die sind bettlägerig und haben gar nicht die Möglichkeit, so am Unterricht teilzunehmen, wenn er stattfindet. Aber wenn es möglich ist, dann ist BadNet dafür eine feine Sache. Und das Kind hat auch die Möglichkeit, das eigene Bild ins Klassenzimmer zu übertragen und sich auch per Mikro zu melden. Das ist eine Sache, die es in Deutschland punktuell auch gibt. WebChare gibt es hier ein System, das wird aber nur an ganz wenigen Schulen eingesetzt. Und das ist zum Beispiel so etwas, wo wir uns fragen, warum gibt es das in Deutschland nicht öfter? Ich könnte mir vorstellen, einige von Ihnen wissen vielleicht auch warum. Wir haben in Deutschland ja generell noch etwas andere Gegebenheiten, was das Lernen an Schulen für Kranke angeht. Also zum einen habe ich hier gelernt, die Anzahl der Schüler, die eher psychische Probleme haben, ist in Deutschland ja wesentlich höher als in anderen Ländern. In anderen Ländern denken wir viel an krebskranke Kinder oder Kinder, die komplizierte Knochenbrüche haben beispielsweise. Und die dann aus dem Krankenhaus die Möglichkeit haben, den Unterricht weiter zu verfolgen oder irgendwie mit dem Rechner zu arbeiten oder überhaupt den Schulalltag zu bewältigen. In Deutschland ist es so, dass viele Kinder psychische Krankheiten haben. Das heißt, sie leiden zum Beispiel unter Depressionen oder unter Magersucht oder, was natürlich jetzt für unser Thema besonders pikant ist, unter Internetsucht. Und ich habe mit vielen Lehrern gesprochen, die mir gesagt haben, ja, das ist ja ganz witzig, was ihr da macht, nur damit können wir überhaupt nichts anfangen. Wie wollen wir Kinder von Internetsucht therapieren, wenn ihr vorschlagt, ja, macht das doch über Internet. Damit treibt man ja den Teufel mit dem Beelzebub aus. Also haben wir uns überlegt, wir müssen in Deutschland Wege finden, wie man vielleicht Tools findet, die vor allen Dingen Lehrerinnen und Lehrern das Leben einfacher machen, die aber nicht dazu führen, dass Kinder, die internetsüchtig sind, auch jetzt tatsächlich wieder einen Grund haben, ins Internet zu gehen. Bevor ich Ihnen diese beiden Beispiele zeige, die wir jetzt einmal herausgegriffen haben, zeige ich Ihnen noch kurz, wo Sie mehr Informationen über unser Projekt finden. Ich habe hier einmal einen Screenshot von unserer Website gemacht, die Sie hier unter www.lihoproject.eu finden. Und dort
haben Sie also die Möglichkeit, Sie sehen das oben in dieser orangen Leiste, sich mehr über das LIHO-Projekt anzusehen. Es gibt eine ganze Menge Dokumente, die man herunterladen kann. Es gibt auch, das sehen Sie hier weiter, Netzwerkpartner. Es gibt überhaupt eine Darstellung der Partner, die am Projekt beteiligt sind. Wir haben auch ein Board of Experts, also externe Experten aus diesem Bereich, die uns dabei helfen. Wir haben hier, das dürfte für Sie besonders interessant sein, zweiter von rechts, unser Toolkit abgebildet. Das heißt, die ganzen verschiedenen Ideen und Tools, die wir gefunden haben, haben wir hier einmal dargestellt, auch als Download. Und hier auf der rechten Seite werden Sie dann später die Webinare finden. Ich habe schon gesehen, genau, eine Anmerkung mit der Präsentation. Herr Fritsch kommt irgendwie nicht zum Zuge. Ich habe noch eine bessere Idee mit der Präsentation. Wir können Ihnen die natürlich auch zuschicken, aber Sie können sich die auch selber von der Website herunterladen. Wenn Sie nämlich hier auf Documents gehen, dann gibt es da einen deutschen Bereich für Dokumente und Sie haben dort die Möglichkeit, speziell auf diese Präsentation und auf Beschreibungen der beiden Tools, die ich gleich vorstelle, zurückzugreifen. Das geht also auf jeden Fall. Es gibt auch, das werden Sie sehen, wenn Sie auf den Startbildschirm von LIHO kommen, die Auswahl, wollen Sie in die internationale Community, das wäre dann der Bildschirm, den Sie hier sehen, oder wollen Sie auf die nationale Community? Ach so, Moment, ja, natürlich, danke. Also, wenn Sie hier auf Documents gehen, genau, sowas haben wir ja auch, man lernt nie aus, wenn Sie hier auf Documents gehen, können Sie Dokumente herunterladen, die Präsentation steht schon da. Genau, Sie sehen keinen Mauszeiger, das ist es, danke. Und wenn Sie hier auf LIHO Project gehen, dann können Sie in die entsprechende Community gehen. Es gibt eine deutsche Community und da finden Sie diese Dokumente auch nochmal. Also die Präsentation steht schon da, die können Sie sich im Prinzip sofort herunterladen. Genau, ich sehe auch gerade, Herr Winter, vielen, vielen Dank, kennt die Facetten des Adobe Connect noch besser als ich. Also nehmen Sie seine Anregung auf, das Pull-Down-Menü, Edit My Info und dann kann man sich dort umbenennen. Und vielen Dank fürs Downloaden, Sie sind also schon munter dabei. Was Sie auch machen können ist, das sehen Sie auf dem nächsten Chart, Sie können sich auch registrieren bei uns. Da ist der Pfeil sogar schon vorhanden. Dafür nehme ich den anderen Pfeil mal weg. Wenn Sie hier auf Register gehen, können Sie hier Ihre Daten eingeben und haben die Möglichkeit, zum Beispiel unsere Newsletter zu empfangen und sind damit Teil auch des LIHO-Interessentenkreises. Wir freuen uns natürlich auch, wenn wir wissen, wer sich für unsere Seite interessiert und deswegen haben Sie die Möglichkeit, sich hier einen anonymen Benutzernamen zu geben, ein Passwort und dann sind Sie auch registriert bei uns und haben damit auch noch Zugriff auf einige Dinge mehr. Das wäre jetzt erstmal so die Darstellung auf der LIHO-Website. Wie gesagt, viel, viel Material, viel in Englisch, aber es wird auch immer mehr an deutschen Informationen dazukommen. Aber ich denke mal, das habe ich zumindest an der Schule für Kranke München erlebt, es gibt dort ja auch viele Englischlehrer, vielleicht hat der eine oder andere ja Lust, auch mal was zu übersetzen. Oh, oh Gott. Ich glaube, da schlagen jetzt gerade Leute bei der SKM die Hände über dem Kopf zusammen. Aber gut. Ja, wenn es jetzt erstmal keine Fragen gibt, ich schaue noch mal einen Augenblick in den Chat, ob es Fragen speziell gibt zu LIHO. Gerade mal eben das Ganze wieder so, dass wir die Bildschirme anders sehen können. Könnte sein, dass von Herrn Winter gleich noch eine Frage kommt. Dann kann ich die noch eben beantworten. Und sonst, wer ist SKM? Genau,
SKM ist die Schule für Kranke München, eine sehr große Schule, sehr große Einrichtung, die hier jetzt gerade vertreten wird, vor allen Dingen durch Alto Merkt, durch den Schulleiter und durch Frau Schneider. Sie können also auch gerne mal direkt Fragen an Herrn Merkt oder Frau Schneider schicken. Und okay, Alto ist auf jeden Fall bekannt, sehe ich gerade. Ja klar. Also Schule für Kranke München. Gibt es noch weitere Fragen? Also das finde ich toll. Das ist eine Achse, die wir hier in Deutschland pflegen. Ich muss dazu gestehen, als ich 2013 das erste Mal gehört habe von den Italienern, da könnte es so ein Projekt geben, musste ich erstmal herauskriegen, was Schulen für Kranke überhaupt sind. Ich kannte das nicht. Und dann haben wir gesagt, für Deutschland machen wir das so. Alto ist derjenige, der den guten Kontakt zu den Lehrerinnen und Lehrern hat. Und wir sind diejenigen, die sich ein bisschen auskennen mit Medien, mit elektronischen Medien zum Lernen. Und das ist doch eine ganz gute Allianz, um da für Deutschland zusammenzuarbeiten. Gut, es könnte noch eine Frage hereinkommen, die warte ich eben nochmal ab, bevor wir mit der Präsentation anfangen. Wird das Projekt in Bremen oder in Zukunft auch auf der Schubs dargestellt? Also sagen wir so, wenn wir eingeladen werden, dann gerne. Ich bin mir nicht sicher, ob Alto Merkt sowieso da ist. Ich habe es einmal vorgestellt auf einem Treffen der LAG in NRW. Das war letztes Jahr im März. Ein sehr großer Kreis, der sich dafür interessiert hat. Wir kommen da auch gerne hin. Wir müssen allerdings sagen, wir müssen jedes Mal dann hier beschließen in Deutschland, können wir das machen, können wir das nicht machen, weil da natürlich auch weitere Reisen mit verbunden sind. Aber wir freuen uns auf jeden Fall über eine Einladung. Ich glaube, bei der Schubs fällt mir der Name Frau Krause ein. Ist das richtig? Die sich da auch federführend betätigt. Mit ihr hatte ich schon einmal Kontakt. Allerdings ist der Kontakt in der Zwischenzeit so ein bisschen abgerissen. Gut, ich hoffe, dass ich die Frage damit erstmal beantwortet habe. Dann fangen wir mal an mit den beiden Tools, die wir heute vorstellen wollen. Ich habe sie hier auf dem PowerPoint noch einmal dargestellt. Das ist einmal Drawing Together, alleine und mit anderen malen. Und wir haben Hocker, das Ding heißt wirklich so, ein Kommunikationstool mit Lehrern, Eltern und Schülern sicher in Verbindung bleiben. Und die wollen wir jetzt einmal vorführen. Genau. Ah, Sprecherin von der Schubs ist Monika Ahrens. Genau. Ich merke, Sie kennen die Strukturen dort besser. Ich weiß nicht, Monika Ahrens ist heute aber hier jetzt nicht dabei, nehme ich mal an. Gut, dann gehen wir doch jetzt mal in die Darstellung dieser einzelnen Tools. Wir haben da natürlich schon mal das ein oder andere vorbereitet. Das erste Tool, um das es mir geht, ist ein Zeichentool. Und das haben wir aus folgendem Grund gemacht. Frau Thom ruft es gerade schon mal auf. Das heißt Drawing Together. Die Idee ist geboren worden nach diesem Schock, den eben mir einige Lehrer bereitet hatte, als sie sagten, also bitteschön hier, du kommst mir mit Internet und wir haben viele Schüler, da sind wir heilfroh, dass wir eine Möglichkeit haben, dass die sich erstmal auf sich fokussieren, erstmal zur Ruhe kommen, möglichst wenig Außenkontakte. Und deswegen ist alles, was mit IT und mit Internet zu tun hat, eigentlich eher schädlich. Es gibt natürlich eine ganze Menge Möglichkeiten, um da jetzt therapeutisch tätig zu sein oder auch Unterrichtsinhalte irgendwie kreativ aufzubereiten. Ich habe selber übrigens auch mal an einer Schule für Kranke hospitiert und mir den Unterricht dort angesehen. Und es kommt ja vor, dass man da auch schon mal was malt. Und da kann ich natürlich jetzt eine Lanze brechen für Buntstifte, Ölkreide, Wasserfarben und so weiter. Tolle Dinge, mit denen man wirklich eine Menge machen kann. Sehr kreativ. Ich will einfach nur mal als Alternative dazu wirklich daneben gestellt oder wenn gerade mal keine Buntstifte und keine Aquarellfarbe zur Hand ist, ein Tool vorstellen,
wenn Sie mal nur ein Smartphone oder noch besser einen Tablet-PC dabei haben, dann könnten Sie das Ganze auch mit einem Tool machen, wie eben Drawing Together. Das ist ein Tool, ja, Apps kosten ja nicht besonders viel. Das funktioniert, muss ich dazu sagen, leider nur in der iOS-Welt, also auf Geräten, die ja iPads oder entsprechende Smartphones sind oder anderen Apple-Geräten. Aber es gibt entsprechende Tools in der Android-Welt, die heißen dann einfach nur anders. Dieses Tool Drawing Together ist von einer Firma, die heißt TippyTap. Wenn man Spiele für Kinder macht, muss man sich anscheinend so nennen. Und dieses Drawing Together hat erstmal eine Funktion, die die Möglichkeit bietet, dass das Kind, das langfristig kranke Kind, sich wirklich erstmal mit sich selbst und mit diesem Tool beschäftigt, ohne dass es irgendwie Außeneinflüsse gibt. Und dafür, Frau Thom, gehen Sie doch einmal eben auf diese Einzelfunktion, die ist hier links abgebildet. Und Sie sehen jetzt hier einen Bildschirm, da haben Sie ganz unterschiedliche Möglichkeiten, was zu machen. Ich fange mal mit denen an, die wir jetzt gleich nicht benutzen werden. Sie haben da so eine Malbuchfunktion. Sie sehen also beispielsweise, genau, da gibt es so einen kleinen Dino, den man sich dann auf das weiße Papier laden kann. Den kann man dann hinterher wunderbar ausmalen mit Buntstiften. Ja, aber das, genau, Sie sehen, das geht auf jeden Fall. Aber das wollen wir jetzt hier einfach mal ganz bewusst nicht. Denn wir können ja sagen, wenn es um Kreativität geht, genau, Pfeil war schon richtig, dann haben wir das andere wieder. Wenn es um Kreativität geht, sind Malbücher natürlich ziemlich eingeschränkt. Wir können es ja mal so machen, genau. Ich habe es gerade schon gesehen. Ich mache es mal so, wenn ich mache Enable Webcam for Participants. Können Sie mich jetzt noch sehen? Ja? Ja, okay. Ich mache es mal so, ich schließe mein Fenster mal eben. So wichtig bin ich ja jetzt gar nicht. Dann haben wir es zumindest in der Mitte. Jetzt muss ich es mal sehen. Ich glaube, größer. Kriege ich es auch noch größer? Wenn ich es jetzt auf Fullscreen mache, können Sie es auch auf Fullscreen sehen? Nein. Noch nicht? Okay. Ja, okay. Wenn Sie es jetzt nicht sehen, aber wir haben es immerhin ein bisschen größer. Mach es bei mir nochmal eben. Augenblick. Oh. Hab jetzt nicht, dass ich jetzt irgendetwas falsch gemacht habe. Das ist natürlich genau das, was ich jetzt nicht wollte. Sehen Sie mich noch und hören Sie mich noch? Sind noch alle Teilnehmer da? Augenblick, das ist nämlich jetzt das Problem. Das hätte ich jetzt eben nicht machen dürfen. Wenn ich sage Close, Start my Webcam, bin ich dann noch drin? Start Sharing. Ich musste mich eben nochmal selber hier in der Webcam darstellen, aber so. Jetzt bin ich zumindest wieder zu sehen. Jetzt weiß ich nur nicht, jetzt haben wir die Kamera gerade nicht im Bild. Augenblick. Sehen Sie sich noch mit dem Kamerabild? Nein. Okay, dann muss ich Sie noch mal eben reinnehmen. Sorry, da habe ich jetzt eben gerade von Frau Thom Request Screenshare. Müsste jetzt eigentlich so. Nein, Augenblick, falsch. Ah, man sollte mit so etwas nicht herumspielen. Augenblick. Escape, nein. Verdammt. So etwas musste ja passieren. Augenblick, ich muss noch. Jetzt haben Sie Ihre, Augenblick, haben Sie Ihre Kamera noch aktiviert? Ist die noch aktiviert? Jetzt muss ich noch mal eben sehen, wie aktiviere ich die Start Prime. Sie müssten eigentlich noch aktiviert sein. Das verstehe ich jetzt gar nicht, warum Sie dort nicht zu sehen sind. Ach Gott. Das ist natürlich auch immer das große Problem mit der Technik, wenn Sie mit so etwas arbeiten, dass Sie dann, wenn Sie einmal etwas verändern, sich selbst in Probleme bringen. Augenblick.
sehe ich jetzt im Moment, oh, wie kriegen wir das hin? Screenshare? Nein. Sie müssten eigentlich mit der Kamera drauf sein. Enable Webcam for Participants. Jetzt habe ich das noch einmal gemacht. Ja, ich habe sie wieder. Ich habe sie wieder. So. Sind Sie jetzt größer? Auch noch nicht. Okay, ich mache es jetzt nochmal so, wie es vorher war. Ich kann meins höchstens nur deaktivieren hier und hoffen, dass es etwas größer wird. Aber wir steigen jetzt eben nochmal ein. Was Sie hier auch noch haben, neben den Bildern zum Ausmalen, wenn Sie nochmal ein bisschen runterscrollen, auch wieder Dinge, wo ich sage, die brauchen Sie eigentlich nicht. Wir haben hier so ein Tic-Tac-Toe-Spiel, wo man dann Kreuze reinmalen kann. Brauchen wir alles nicht. Wir haben andere Malbücher, mit denen verdient Tippitapp dann offenbar noch etwas mehr Geld. Und wir haben hier unten, ganz unten, eine Galerie von Bildern, die Sie bereits gemalt haben. Die sind also damit gespeichert und man kann immer wieder mal darauf zurückgreifen. Vielleicht können wir gerade mal die kleinen Schäfchen zeigen. Genau, nur dass Sie sehen, womit ich mich abends schon mal so beschäftige, wenn mir langweilig ist, dann kommt dabei sowas heraus. Aber wir wollen ja jetzt einmal kurz selber malen. Deswegen gehen wir da nochmal zurück, drücken oben auf den Pfeil. Und jetzt malen wir einfach mal was auf dem Blatt Papier. Ich weiß nicht, hat jemand gerade einen Vorschlag, was Frau Thom mal malen soll? Können jetzt richtig gemein sein. Malen Sie mal ein Fahrrad oder so. Also Sie sehen schon, wie es geht. Man drückt einfach auf einen der Buntstifte und hat dann die Möglichkeit, wow, sogar schon richtig gut. Und hat dann die Möglichkeit hier einfach ein Fahrrad mit einer Farbe zu malen. Bei uns liegt es jetzt im Moment quer, aber das macht ja gar nichts. Und Sie haben auch die Möglichkeit, das dauert jetzt etwas länger, das auszuradieren, indem Sie auf den Radiergummi gehen oder noch eine andere Möglichkeit. Unter dem Radiergummi ist noch so ein gebogener Pfeil, direkt unter dem Radiergummi. Genau, und das ist sowas wie Undo. Jetzt würden wir natürlich erstmal Undo, das Fahrrad wieder herstellen und dann ging es wieder in die andere Richtung. Sie sehen, man kann alle Funktionen wieder rausnehmen und hat ganz am Ende wieder ein weißes Blatt Papier. Ja, das ist also erstmal eine Möglichkeit, was Sie machen können. Besitzer, genau, von Apple-Geräten können parallel das Tool laden und dann direkt mitmalen, sagt Frau Wilhelmi, richtig. Ich muss jetzt dazu sagen, und das verbuche ich auch wieder unter Premiere, wir gucken uns gleich mal an, wie diese Connect-Funktion läuft. Aber wir haben vorhin technische Probleme gehabt und wir haben es leider nicht geschafft, zwei Geräte miteinander zu verbinden. Wir sagen Ihnen aber gleich, wie es geht. Hier ist eine ganz, ganz wichtige Funktion. Sie können es jetzt wahrscheinlich schlecht erkennen. Da gibt es zwischendurch so ein Eingabefeld mit einer Rechenaufgabe und das Tool sagt, beweisen Sie bitte, dass Sie ein Erwachsener sind und müssen also hier diese Rechenaufgabe aus dem Kopf lösen. Wenn Sie die Lösung richtig hinschreiben, haben Sie die Möglichkeit, sich hier diese Funktion zu eröffnen. Das war jetzt, was war das für eine Aufgabe? 2x2. Also wir haben gerade Gott sei Dank den Taschenrechner dabei und haben es dann geschafft, diese Aufgabe zu lösen. Das ist natürlich für die ganz Kleinen, wenn also tatsächlich die Vierjährigen schon anfangen und kriegen dieses Ding in die Hand, dass die jetzt nicht plötzlich ins Internet hinausgehen. Für alle anderen, wenn sie sagen, nein, wir möchten, dass das Kind lieber für sich alleine malt, einfach den Internetzugang sperren, in den Flugzeugmodus gehen oder ähnliches, dann kann da eigentlich nichts passieren. Hier haben wir jetzt die Möglichkeit, Sie können es nicht ganz so gut erkennen. Sie haben die Möglichkeit, hier einzelne Leute quasi aufzurufen. Und wie das geht? Ja, Sie bekommen zum Beispiel per Mail von einem anderen einen Code. Und den Code finden Sie, ich weiß nicht, kann man jetzt den Cursor sehen? Nein. Unten in der Mitte ist ein Feld, da wird ein Code abgebildet, der relativ einfach ist, der heißt meinetwegen AAF 96. Und wenn Sie da draufklicken,